der Peenewerft in Wolgast wird derzeit eine Megajacht gebaut, über 100 Meter lang. Das Schiff soll für lange Strecken ausgelegt sein. Riesige Panoramafronten, 5 Decks. Genau 107 Meter ist das Schiff lang. Es kann sogar durchs Eis fahren. Auf Deck ein Hubschrauberlandeplatz. Für die Region ist die Megajacht ein Highlight. Auch finde ich das gut. Haben viele Arbeit. Ist doch egal, wen es gehört. Halt Reisen ins Polarmeer, da kann man quasi den Eisberg noch beim Schmelzen zugucken. Und da muss man natürlich sich fragen, ob das noch so zeitgemäß ist heutzutage. Wenn es Arbeitsplätze für die Region bringt, finde ich sowieso ganz gut. Ist alles gut, die da arbeiten. Sonst werden sie wieder arbeitslos und alles, dann finde ich es schön. Laut Insiderkreisen hat ein kanadischer Milliardär das Luxusschiff in Auftrag gegeben. Auf speziellen Internetportalen ist sein Preis mit 350 Millionen Euro angegeben.